Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 34 Sekunden. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Euch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und nicht ausgerutscht. Wir waren jetzt bis jetzt noch gerade live auf meinem Zweitkanal. Ihr habt mich echt fertig gemacht heute. Meine Stimme ist komplett tot. Ich hoffe, heute kommt was Gutes rein. Und heute gibt es auch eine kleine Premiere. Ich werde mir heute nach einem Jahr endlich was aus dem Shop kaufen. Und meine Challenge läuft heute ab. 3, 2, 1. Boah, meine Stimme ist echt tot, krass. Und Fisch ist zurück, okay. Und was noch? Oh, DJ Bob ist zurück. Cooler, cooler Skin. Ansonsten kein weiteres neues Paket. Boah, was werde ich mir jetzt als erstes kaufen? Ich hätte so gedacht, an das Paket würde ich mir ganz gerne kaufen. Aber vielleicht gefällt mir hier irgendwas anderes besser. Ich würde sagen, boah, was kaufe ich mir? Ich überlege es mir noch. Ich werde mir irgendwann dann was kaufen. Ich schaue mir alles ganz in Ruhe an. Also, wir haben hier den Fischskin für 1200 V-Bucks. Sehr, sehr chilliger Skin. Hat insgesamt, glaube ich, 3 Stile. Ganz genau so. Und dann haben wir hier noch das Backbling, was auch ganz cool aussieht. Dann haben wir hier noch die passenden Spitzhacken dazu. Die gefallen mir nicht so. Aber ich muss sagen, die gefällt mir gut und kann ich euch empfehlen. Der Sound ist auch nice. Mhm. Dann haben wir hier fliegende Koralle. Beziehungsweise Korallen. Sehr, sehr nice Musik, aber könnte auch nervig werden. Aber für 800 V-Bucks sehr cool gemacht. Was haben wir hier? Castor, der war vor kurzem auch erst da gewesen. Ist mittlerweile so ein bisschen langweilig geworden, muss ich sagen. Aber mit dem neuen Update in dieser Season, glaube ich, ist dieser Seal dazu gekommen. Bin mir nicht sicher, ob es diese Season war. Ich glaube aber schon, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber der Seal sieht schon heftig aus. Dann haben wir hier das gleiche mit der Elmira. Auch hier 4 Stile. Einmal Feuer, einmal Eiswasser und einmal Dunkel. Finde ich sehr nice mit den Runen hier. Dann haben wir hier das gleiche mit dem Backbling. Standard, Feuer, Eiswasser und Dunkel. Schreibt einfach mal alle ein Herz in die Kommentare für Toxic Frozen. Kein Plan, was es sein wird. Ich könnte mir gut vorstellen, Spitzhacke oder Emote. Ah, nice. Das ist lustig. Ist, glaube ich, sogar Fortbewegung. Kurs geht raus. Ihr seid heute echt komplett am Eskalieren. Vor allem der Stream auch. Also danke wirklich nochmal für den krassen Support im Stream und allgemein auf dem Kanal. Jetzt haben wir wieder hier einen sehr lustigen Bug. Was haben wir noch? Denn genau das gleiche gilt hier nicht für die Spitzhacken. Ich dachte, die haben auch 4 Stile. Okay, schade. Denn ansonsten hätte ich mir die Spitzhacke geholt. Okay, was haben wir hier noch? Magische Schwingen. Sehr, sehr nice. Kann ich euch empfehlen. Für 1-2 finde ich die perfekt. Stillschweigen. Ja, das Einzige, was mich stört, sind die Taschen hier. Ansonsten Baba Skin. Spitzhacken. Damit kann ich nicht viel anfangen. Nichts Besonderes. Digga. Es ist krass. Ich habe keine Worte mehr. Mir gehen die Worte so langsam aus. Ballert wirklich die Herzen voll in die Kommentare. Er macht hier eine, was für Spendeneskalation, die war im Stream. Geschenke-Eskalation hier im Video. Digga, ich habe keine Worte mehr. Einfach Herz, danke für den krassen Support. Alter, krass. Also, dann kommen wir auch direkt hier schon zu der Lackierung. Die ist auch nicht schlecht. Für 300 ist ganz okay. Sieht ein bisschen kaputt aus. Kann man machen. Dann haben wir hier nichts mehr. DJ Bob, sehr, sehr seltener Skin sogar. Wir schauen kurz nach, wie selten das Ganze war. Ich glaube, ungefähr ein Jahr. Und übrigens, stimmt, ich sehe es hier gerade auf Twitter. Das neue Paket ist am Start. Das neue Crew-Paket ist am Start normalerweise. Nur 97 Tage. Wow, wir haben nicht mal was krass Seltenes im Shop heute. Ganz stark. 97 Tage alt. Okay, sehr langweilig. Also ich dachte, die wäre älter. Hat hier 2 Stile. Finde ich jetzt nicht besonders für 2000 V-Bucks, außer das Backbling. Dann haben wir hier die Dame, die war zuletzt vor 110 Tagen, ist somit das seltenste Item heute vom Shop, beziehungsweise Skin. Die finde ich cool, ist was Außergewöhnliches. Frohes Neues, war vor kurzem auch da gewesen, ist allgemein schon die ganze Zeit da. 2020 kein Bock, aber dafür 2021 könnte ja besser werden, ne? Perfekt, dann haben wir hier Tanztherapie, chilliges Emote. Und was haben wir hier noch? Albernes Hüpfern, das ist auch cool, Fortbewegung, das ist wirklich lustig. Dann haben wir hier Zusammenreißer, okay. Coole Musik, auch wenn es so kurz ist. Okay, was haben wir hier noch? Das haben wir gestern alles gesehen, gestern alles gesehen, gestern alles gesehen. Haben wir bereits gesehen, haben wir bereits gesehen. Und normalerweise sollte jetzt, wenn ich das Spiel quasi nochmal neu starte,
sollten wir das neue Green Arrow Paket haben. Ich glaube, so heißt es. Lass es mal nach ganz unten gehen. So, sollte eigentlich verfügbar sein jetzt, aber falls nicht, ist es einfach verbuggt. Ah, erneut Teil der Crew werden und dann bekommt man dieses Green Arrow Paket. Verstehe, verstehe. Aber jetzt habe ich mir immer noch nichts gekauft. Ich wollte ja heute eine Premiere raushauen. Jetzt habe ich wirklich alle Emotes, ne? Krass, okay. Chat, dann werde ich das tun, was ich tue. Vergesst nicht, Creator Code Fairos einzutragen. Ich werde mir... Boah, ich weiß nicht, Chat. Ich weiß, der Chat-Kommentare. Ich weiß, was ich mir kaufen soll. Ich besitze schon fast alles. Also, alles Gute. Okay, ich hole mir den Skin. Der Skin ist nice. Also, Premiere. Das, nach einem Jahr, ich mir was kaufe. Sehr, sehr nice. Perfekt. Challenge ist hiermit abgeschlossen. Ein Jahr lang nichts mehr aus dem Shop gekauft. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem etwas längeren Shop-Video.